Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es das Kofferpacken-Review-Video. Das heißt, ich werde euch erzählen, was würde ich nochmal mitnehmen, was würde ich zu Hause lassen und was würde ich stattdessen mitnehmen. Ich habe jetzt hier meinen Laptop. Wer mein Kofferpack-Video noch nicht gesehen hat, dem verlinke ich das jetzt hier oben und unten in der Infobox. Der kann sich das gerne nochmal anschauen. Ehrlich gesagt weiß ich nämlich gar nicht mehr, was genau ich mitgenommen habe. Ich meine, ich habe mir das Kofferpack-Video zwar noch zwei, drei Mal angeguckt, aber ich habe gerade gemerkt, dass das Kofferpack-Video 17 Minuten lang ist. Das heißt, ich werde mir wohl nicht das Ganze angucken, sonst wird dieses Video noch länger als das Kofferpack-Video und das wäre ziemlich doof. Gut, dann fangen wir jetzt mal an. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie man wahrscheinlich an dem Chaos im Hintergrund schon erkennen kann, ist es heute mein Kofferpack-Video. Und ich würde sagen, ich rede gar nicht groß und wir fangen einfach mal direkt an. So, einmal als Überblick sind das alle Sachen, die ich mitnehmen werde, bis auf einen Pulli, der ist jetzt noch in der Wäsche. Und auf dieser Hälfte liegen die Klamotten, die ich mit in meinen großen Koffer packen werde, inklusive dieser Schuhe. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal bei den Hosen an da hinten. Und das sind zwei Hosen, einmal eine normale Jeanshose und eine weiße Hose. Dazu kann ich sagen, ich habe die weiße Hose bis jetzt nicht einmal angehabt. Ich habe mir hier, glaube ich, drei neue Jeanshosen gekauft, aber ich habe mir die weiße Hose nie angezogen, weil die mir irgendwie mal zu schade war und ich Angst hatte, dass sie dreckig wird. Also eine weiße Hose würde ich, glaube ich, nicht nochmal mitnehmen. Dann haben wir hier einmal die Kleider. Das ist so ein roséfarbenes, ein graues und ein gestreiftes Kleid. Die Kleider würde ich wirklich, glaube ich, immer wieder mitnehmen. Also ich hatte, glaube ich, auch schon alle an davon, ja. Haben wir hier unten meine Sportsachen. Einmal ein Trikot, ein Top und zwei Sport-BHs. Ja, also ich würde sie immer wieder mitnehmen und ich werde sie auch noch benutzen. Aber bis jetzt hatte ich sie jetzt noch nicht so oft an. Ja, ja. Das hier sind zwei Blusen. Einmal so eine bisschen schickere Bluse und ja, so eine weiße, schulterfreie Bluse. Ich glaube, von den Blusen würde ich tatsächlich nur noch die rosane mitnehmen, obwohl ich die weiße schöner finde. Das Problem ist hier nur, die meisten Familien haben einfach kein Bügeleisen. Das heißt, es geht Waschmaschine, Trockner, hängen. Und dazwischen ist irgendwie nichts mit Bügeleisen. Und die Bluse, ich glaube, man sieht das auf dem Video schon ganz gut, die knittert mega schnell. Und deshalb würde ich die nicht nochmal mitnehmen. Ich glaube, ich hatte sie einmal an. Da habe ich sie gewaschen und direkt dann aus dem Trockner genommen, damit die auch nicht knittert, weil sie noch warm war. Und dann habe ich sie angezogen. Aber ich würde sie, glaube ich, nicht nochmal mitnehmen. Also die rosane schon, aber die weiße nicht. Einfach für den Fall der Fälle, man zieht sie. Ich glaube, ich hatte die rosane auch zweimal an oder so. Aber trotzdem. Ich glaube, man muss sie halt nicht mal mitnehmen. Wenn man unbedingt eine Bluse braucht, kann man sich das hier auch kaufen. Man kauft sich hier eh so viel. Habe ich hier zwei dünnere Pullover. Einmal so einen grauen und einen gestreiften. Dazu kommt noch ein grauer, aber der ist momentan in der Wäsche. Ich werde noch mehr Pullover mitnehmen. Ich habe, glaube ich, drei Pullover zu Hause gelassen. So von diesen dünneren. Und ich würde sie tatsächlich, glaube ich, alle mitnehmen. Also ich würde, glaube ich, eher die Blusen weglassen und diese Pullover mitnehmen, als dass ich jetzt weniger Pullover mitnehme, weil das ist halt das, was man am ehesten anzieht. Man zieht keine Blusen an zum Arbeiten, wenn man morgens um 7 aufstehen muss. Man zieht dann einfach eher so ein Pulli an oder ein T-Shirt an oder so, je nachdem halt, wie warm es ist. Habe ich dann kurze Hosen, einmal so eine, ja, gemusterte, eine schwarze und eine gestreifte. Hier sind so Basic Tops einfach nur, davon nehme ich zwei mit. Mehr Basic Tops! Mehr Basic Tops, Leute! Nicht nur zwei Basic Tops, ich habe immer noch nur zwei schwarze und ein weißes Basic Top. Also das, was ich mitgenommen habe. Ich hatte nämlich ein weißes beim Flug an. Mehr. Haben wir schöne Tops. Also einmal so ein blaues, dann ein schwarzes Basic Top und ein grünfarbenes. Ich würde beide zu Hause lassen. Also ich würde das blaue zu Hause lassen, das grüne zu Hause lassen. Ich würde aber das schwarze mitnehmen, weil das schwarze habe ich tatsächlich manchmal angehabt. Aber ja. Die anderen beiden auch nicht. Dann sind das hier T-Shirts. Einmal so ein pinkes T-Shirt, ein rosanes T-Shirt, ein T-Shirt von Hilfiger und dieses T-Shirt, was jeder hat. T-Shirts. Definitiv. T-Shirt. T-Shirt statt irgendwelche schönen Tops, würde ich sagen. Ja. T-Shirts statt irgendwelche schönen Tops. Und hier sind meine Leggings. Ja, davon nehme ich drei mit dem großen Koffer. Leggings. Kommen wir zu den Schuhen und da werde ich im großen Koffer einmal diese Sandalen, meine Sportschuhe und diese Schuhe mitnehmen. Welche hatte ich davon an? Ich hatte die rosanen Hilfiger. Die hatte ich einmal an und meine Sportschuhe hatte ich an.
Aber die Sandalen zum Beispiel habe ich nicht angehabt. Wenn ich jetzt nochmal wählen müsste, würde ich nicht die rosanen mitnehmen und dann würde ich auch nicht die Sandalen mitnehmen. Ich habe sie halt mitgenommen mit dem Wissen, sie sind nicht so gemütlich, aber vielleicht trage ich sie ja mal. Alles mit, vielleicht trage ich sie ja mal, kann man zu Hause lassen. Und dann werde ich noch diese Tasche mitnehmen, ja, weil die ist halt relativ leicht und relativ groß und passt relativ viel rein. Tasche ist super. Die habe ich halt mit, ich hatte glaube ich zwei andere Handtaschen noch, die ich lieber mitgenommen hatte, aber die habe ich mitgenommen, weil sie einfach leicht war. Und weil sie halt klein war, habe ich ja auch im Video gesagt. Ich habe mir hier dann noch eine neue gekauft, so eine kleinere Handtasche. Aber ich würde auch immer wieder eine Handtasche mitnehmen. Also ich bin ja mit einem Rucksack geflogen und ich würde auch immer wieder mit einem Rucksack fliegen. Aber ich würde mir halt so eine kleine Handtasche vielleicht mitnehmen oder hier eine günstige kaufen. Kommen wir jetzt zu dem restlichen, was in den großen Koffer reinkommt. Jetzt wird's interessant. Und das ist einmal dieser Tisch mit Gastgeschenken. Die sind da, dann Kosmetik und ja, so Krams, hier sind Erinnerungen und Medikamente und Elektronik und da ist mein Make-up. Das kommt auch in den großen Koffer und ich muss sagen, davon habe ich schon genau das aussortiert. Zum Aussortieren kann ich sagen, ich glaube, ich habe eigentlich alles richtig aussortiert, außer die Tampons und die Abschminktücher. Also Leute, falls ihr jemanden habt, der vor euch in eurer Gastfamilie ist, sprecht mit der Person, ob sie etwas da lässt. Weil ich hatte das Glück, dass mein Vorgänger-Au-pair nochmal so ein paar Sachen hier gelassen hat, was wirklich geholfen hat. Ich würde jetzt im Endeffekt so, so viele Abschminktücher mitnehmen. Also Abschminktücher ist wirklich, was fehlt hier. Vor allem halt die BB. Also die hat ja jeder, ne? Diese blauen. Nehmt davon welche mit. Also wirklich, lasst Shampoo zu Hause, lasst alles zu Hause, nimmt einfach Abschminktücher mit. Dann werde ich 2 Packungen OBs mitnehmen, 2-mal mein Puder auf Vorrat, 4-mal Abschminktücher. Abschminktücher nochmal, mehr. Kleine Taschentücher, dann halt meine Erinnerungssachen, ganz viele Fotos. Dann werde ich Wattestäbchen mitnehmen. Nein, keine Wattestäbchen, also Wattestäbchen braucht ihr auch nicht. Eine Sonnenbrandsalbe, weil ich neige sehr viel zu Sonnenbrand. Ja. Dann so eine Apres-Intensivpflege, auch. Sonnencreme, auch. Trockenshampoo. Ja, Trockenshampoo. Also ich habe mir jetzt gerade ein neues gekauft. Ich habe nämlich, das habe ich in dem Video nicht gezeigt, ich habe das Trockenshampoo dann nochmal rausgenommen. Das kann man auch hier kaufen, aber trotzdem, also ich würde immer wieder Trockenshampoo mitnehmen. Weil das von Batiste ist hier teurer als zu Hause. Definitiv teurer als zu Hause. Meine Creme, Augenabschminktücher, Make-up. Fixing Spray. Ja, also meine Creme würde ich auch immer wieder mitnehmen. Sie hält auch noch. Also ich benutze sie auch tatsächlich. Die Augenabschminktücher habe ich am Anfang benutzt. Benutze ich jetzt nicht mehr, weil ich mir die Gesichtsreinigungsbürste gekauft habe. Das Make-up Fixing Spray, muss ich sagen, war auch unnötig. Also ich benutze es auch nicht, auch wenn ich das schweren Herzens zugebe. Also ich benutze das wirklich ganz, ganz selten. Ja, dann SVD, Deo Roll-On und Deo Sprays. Deo Sprays habe ich bis jetzt ziemlich viel benutzt, allerdings, ja, ich glaube 4 Stück, ich glaube ich habe 4 Stück mitgenommen, reicht völlig aus, wirklich völlig. Dann werde ich so Schwämmchen mitnehmen, Make-up-Schwämmchen mitnehmen und... Wo habe ich hier eigentlich? Die hätte man sich auch hier kaufen können. Hier sind so Washing Bags. Washing Bags, habe ich glaube ich 4 Stück mitgenommen, 2 hätten es auch getan, ein schwarzer, ein weißer und das... Dann wäre es das gewesen. Ich meinen Augenbrauen-Trimmer oder wie man das nennt, mitnehmen. Ja. Dann. Den benutze ich sogar. Also den würde ich auch immer wieder mitnehmen. Schmerztabletten, Nasenspray, so Sportsalbe, Halsschmerztabletten und das Nagelset. Nagelset auf jeden Fall. Und die Medizin würde ich auch immer wieder mitnehmen. Also ich würde auch die Schmerztabletten mitnehmen. Ich glaube, das ist auch einfach genug. Also Halsschmerztabletten, Nasenspray, Ich war vor 2 Wochen übelst erkältet und Nasenspray war wirklich meine Rettung. Ich war so froh, dass ich das mitgenommen habe. Genauso wie die Halsschmerztabletten. Und die Schmerztabletten habe ich, glaube ich, bis jetzt 2-mal genommen. Also ich würde jetzt hier nicht mit einem vollen Arztkoffer anreisen oder so. Das ist Quatsch. Also hier gibt es genauso Apotheken und da kann man was kaufen. Noch in den großen Koffer kommen sind dann 2 Steckdosenadapter, einmal das lange Kabel für mein MacBook und einmal meine externe Festplatte. Würde ich auch alles wieder mitnehmen, bis auf die Adapter. Ich habe dann noch 2 in mein Handgepäck gepackt, glaube ich. 2 reichen. Also hier unten sind ganz einfach so Rasierklingen drin von Venus. Ja. Rasierklingen kaufen. Weil die da ja sehr, sehr teuer sind.
Davon habe ich 6 Stück mitgenommen und einmal habe ich hier in dieser MAC Lippenstiftpackung habe ich meine Bobby Pins reingepackt. Hier drin, das ist sogar offen, habe ich einmal eine Flasche Shampoo, das sieht man sogar hier durch. Das ist das L'Oreal Vital Shampoo. Einfach nur das, die Spülung habe ich rausgenommen, weil das zu viel Gewicht war. Und hier habe ich einfach ein Balea Duschgel drin. Also ich würde beides nicht mitnehmen. Ich glaube tatsächlich, ich habe das Shampoo, nee, das Duschgel habe ich glaube ich sogar noch rausgepackt am Ende, weil ich Gewichtsprobleme hatte, glaube ich. Das Shampoo habe ich aber mitgenommen und es steht immer noch bei mir in der Dusche. Also ich habe es bis heute nicht aufgebraucht, weil ich mir andere Shampoo hier gekauft habe. Und ganz oben ist jetzt noch ein Fach und da habe ich einfach so Pflaster drin und Haargummis. Ja. Und mehr ist da. Würde ich wieder beides mitnehmen. Okay, es gibt mir mal den Part, wo ich jetzt meine Koffer packe und kommen wir zum Handgepäckskoffer. Im Handgepäckskoffer kommen einmal 3 Oberteile, einmal ein T-Shirt, eine Bluse und noch ein Oberteil. Ja. Das sind meine Schlafsachen, einfach ein Top und eine Leggings und dann nehme ich noch einen Cardigan mit, dann 2 Kleider und ein Rock und eine lange Hose und ja, Unterwäsche, mein Bikini, eine Strumpfhose für ein Kleid, einen Gürtel für die Jeans und ein Gürtel für das Kleid. Ich glaube tatsächlich, ich würde nichts mehr anders packen. Ich würde das glaube ich alles so mitnehmen. Ich meine, das ist eine Menge an Klamotten. Aber ich habe mich so oft umgezogen in den Orientations irgendwie auch. Ich weiß gar nicht wieso. Ich hatte halt ein Outfit an bei der Ankunft, dann halt immer bei den Classes. Dann bin ich 2-mal nach New York gefahren, da habe ich 2-mal ein Outfit angehabt. Dann bin ich halt einmal zur Gastfamilie geflogen, da habe ich nochmal ein anderes Outfit angehabt. Dann muss man daran denken, dass man natürlich irgendwie auch irgendwas aufs Shirt bekommen kann. Okay, kommen wir jetzt zum Rucksack, den ich gepackt habe. So, jetzt zeige ich euch, was ich alles mit in meinen Rucksack nehmen werde. Und wir fangen einfach hier an. Das sind einfach meine beiden Sonnenbrillen. Dann so ein Snack. Ich weiß nicht, was das ist und ob es schmeckt, aber meine Mutter hat mir das gegeben. Hat nicht reingepasst, habe ich auch nicht mitgenommen. Also ich habe das dann, glaube ich, habe ich das gegessen? Ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube, ich habe es einfach zu Hause gelassen. Und meine Sonnenbrillen würde ich auch beide nicht. Nee, ich würd nur noch die in der blauen Packung mitnehmen. Also ich würde nicht mehr die in diesem Beutel mitnehmen. Die habe ich, glaube ich, auch kein einziges Mal aufgehabt, weil ich mir jetzt hier noch eine gekauft habe, die mir persönlich besser gefällt. Dann werde ich einmal Desinfektionstücher mitnehmen, die Abschminktücher für die Training School, ja, so ganzen elektronischen Kram, da ist jetzt mein Akkuladegerät für die Kamera drin, der Adapter, dann Speicherkarten und noch so ein Adapter für die USA. Dann werde ich eine Powerbank mitnehmen. Überlebenswichtig hier. Also Powerbank, bitte, bitte. Kauft euch eine Powerbank, wenn ihr keine Powerbank habt. Ich nehme meine Powerbank wirklich fast überall mit hin. Beste Investition fast, die ich gemacht habe, bevor ich ausgereist bin, mir diese Powerbank zu kaufen. Ja, dicke Socken fürs Flugzeug, Taschentücher für den Abschied. Das ist meine Reisepassmappe mit den ganzen Dokumenten drin. Die benutze ich auch noch. Also Reisepassmappe war auch gute Investition. Meine Bobbleflasche. Nope. Bobbleflasche. Ich habe sie bei den Orientation Days gebraucht. Aber wie viel hatten die gekostet? 19 oder so? 12, 19? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe sie bei den Orientations wirklich benutzt. Wirklich viel benutzt auch. Ich habe sie wirklich überall mit hingenommen und so. Aber danach nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich mir die jetzt nochmal kaufen würde. Ob ich mir einfach eine günstigere kaufen würde. Ich glaube, das wäre sinnvoller. Anna, dann ein Reisetagebuch und ja, so ein Handbuch zur Kamera? Tatsächlich würde ich, also ich habe glaube ich den Planer noch ausgenommen. Das Reisetagebuch würde ich trotzdem wieder mitnehmen und das Kamerabuch würde ich auch wieder mitnehmen. Okay, das war's mit meinem Video. Ich glaube, das war gar nicht so viel, was ich jetzt wieder wegnehmen würde oder was ich hinzufügen würde. Ich glaube, ich bin relativ zufrieden mit dem, was ich tatsächlich gepackt habe. Also wenn ich euch eine Sache ans Herz legen kann, sind es Abschminktücher. Ich glaube, viele können mir zustimmen. Abschminktücher sind hier wichtig. Und nehmt nicht zu viele schöne Klamotten mit. Ihr geht hier wirklich shoppen. Nehmt wirklich nicht viele Klamotten mit. Nehmt das mit, eure Lieblingskleidungsstücke mit, was ihr gerne tragt, was gemütlich ist, womit ihr wisst, dass ihr arbeiten könnt, wenn ihr kleinere Kinder habt, damit ihr damit am Boden rumkriechen könnt und so. Okay, das war's jetzt aber mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben und mich kostenlos da unten abonnieren. Wir sehen uns, bis zum nächsten Mal. Ciao!